Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Brettspieltestern. Und hier ist Michaela. Und Christian. Und wir haben gespielt Take. Oder? Keine Ahnung, ich kann kein Japanisch. Ich weiß nicht, wie es original ausgesprochen wird. Take von AWD Fühler, erschienen bei Huch. Ein Spiel für 10 bis 99 Jahre. Also ein reines Zwei-Personen-Spiel, also nur für zwei Personen. Spielzeit wird angegeben mit 30 Minuten und es kostet 27 €. Und man kann auch so schon mal sagen, wer vielleicht auch den Autor mal sehen möchte und wie der das Spiel erklärt, wenn man bei Huch auf die oder bei Hatter Trade auf die Homepage geht, da erklärt Herr AWD Fühler auch noch mal das Spiel. Aber jetzt machen wir das erstmal, weil wir haben das nämlich auch gespielt. Ja, richtig. Und zwar sind wir als Thema, sind wir erstmal einflussreiche Shoguns und versuchen unsere Macht zu festigen und Einfluss im Land zu vergrößern. Und darum gilt es, ausgewählte Personen zur richtigen Zeit an unseren Hof zu holen und ihre Fähigkeiten auch strategisch klug einzusetzen. Wir haben ja nämlich erstmal ein Spielbrett und das Spielbrett ist so, dass wir auf jeder Seite unseren Innenhof haben und in der Mitte haben wir den Audienzsaal. Und im Audienzsaal tümmeln sich halt diese berühmten Türmen Persönlichkeiten. oder Türmen? Türmen, also eigentlich türmen sie sich, weil es sind Personenchips, die aufgestapelt werden. Also insgesamt gibt es 35 Personenchips. Es gibt vier verschiedene Personen, nee, fünf verschiedene, Entschuldigung, fünf verschiedene Personenarten. Also sieben pro Farbe gibt es. Und am Anfang ist es halt so, diese 35 Personenchips kommen in einen Stoffbeutel, dann werden sie schön durchgemischt und dann bildet man halt diese fünf Stapel in der Mitte, wobei man aufpassen muss, dass nie drei oder mehr gleiche Personenchips übereinander sind. Dann packt man einfach den nächsten, wenn der vierte rauskommen würde, einfach auf den nächsten Stapel drauf. So, das ist im Prinzip die Vorbereitung. Dann haben wir noch fünf Geistersteine. Diese Geistersteine, die dienen nachher dazu, dass man anzeigt, welchen Personenstapel man in der Mitte schon genutzt hat. Und dann gibt es noch im Prinzip die Spielmarker, das sind die Spielsteine, die laufen nämlich da durch den kaiserlichen Garten. Und am Anfang habe ich noch gedacht, warum ist die Punkteleiste, die geht ja bis 120, warum ist die so lang? Das haben wir beim Spielen dann nachher gemerkt, beim häufiger Spielen, warum die so lang ist. Weil man drüber kommt. Man kann nämlich ganz schön gut Punkte scheffeln. Aber worum geht es denn jetzt bei dem Spiel? Ja, genau, Punkte. Also der Ah, Spielziel ist, so gut, wir viele sind Punkte fertig. wie möglich zu machen, der mit den meisten Punkten gewinnt und dann können wir eigentlich gleich zur Wertung kommen. Ja, genau, richtig. Nein, also es ist im Prinzip relativ simpel. Also das Erste, was man machen kann, man kann, wenn man schon Personen in seinem eigenen Innenhof hat, deren ja, besondere Fähigkeiten. Fähigkeit nutzen. Also man muss sich so vorstellen, im Innenhof gibt es drei Zeilen, die wiederum in vier Spalten unterteilt sind. In der oberen Zeile sind die sogenannten Samurai, kann man da dort deponieren. Das sind mehr oder weniger Jokerkarten. Also je nachdem, in welcher Spalte sie stehen, ziehen sie einen mehr. Da steht auch auf Das war dem. jetzt aber schon kompliziert mit Zeile und Spalte. Ich habe gerade Ich dachte, die überlegt, Leute, die Excel kennen, die konnten wo mir ist jetzt Zeile folgen und gerade. Spalte? Okay, machen wir weiter. Die werden das schon alle verstehen, was du Okay, dann meinst. machen wir es anders. Also da sind drei A4 Felder, Flächen, das kann ich nicht besser beschreiben. Der Innenhof. Der Innenhof. Also es gibt einmal vier Felder, in denen man die Samurai deponieren kann, die entsprechend als Joker dienen. Und ansonsten kann man halt eben jede Personenart in eine Reihe legen. Das heißt, man legt sie erst ganz unten hin. Da gibt es zum Beispiel einmal den Daimo, dann gibt es den sogenannten Ronin, was ja ein Samurai und Lehnsherr ist. Dann gibt es die Geisha und dann gibt es den Ninja. So, und jetzt läuft es im Prinzip so ab: Man nimmt aus dem Audienzsaal, hast du es, glaube ich, Das ist der genannt, aus dem Audienzsaal, genau. Audienzsaal, von einem der Stapel einen Chip weg und packt den quasi in seinen Innenhof rein. Wobei der noch frei sein muss, weil wenn da schon ein Geisterstein drauf ist, kann man den halt nicht mehr nehmen. Der Im Geisterstein, Audienzsaal, genau. genau. So, das heißt, man nimmt jetzt einmal diese Person, die als diesen Chip im Prinzip packt, den auf die entsprechende Stelle in seinem Innenhof, legt dann den Geisterchip da auf die Stelle, wo man auf den Stapel, wo man quasi jetzt gerade genommen hat, und die Person, die jetzt zu sehen ist, also auf dem quasi der Geisterstein gelegt wird, die wird gewertet. Also es wird nicht die Person gewertet, die man weggenommen hat, sondern die erscheint, die man sichtbar macht quasi. Und da ist es dann so, hat man halt eben die Personen. Also es wird dann multipliziert. Es wird geschaut, wie viel von dieser Personenart habe ich bei mir in meinem Innenhof. Und je nachdem, wo die stehen, können die zwei oder ein Punkt ergeben, standardmäßig. Plus, wenn man einen Samurai hat, den Joker. Und alle, die ich habe, werden zusammen addiert und dann mit der Anzahl der im Audienzsaal. Audienzsaal zu sehenden Personen multipliziert. Das heißt also, gibt es im Audienzsaal zum Beispiel
Sagen wir mal, zwei. Mach doch mal hier die Geisha, die Lilane als Beispiel. Die Lilane, okay. Also im Audienzsaal sind jetzt, dadurch, dass ich die oberste Person weggenommen habe, zwei Geishas zu sehen. Und ich selber habe zwei Geishas auf dem Zweierpunkt, einer auf dem Einer und dann noch ein Samurai obendrauf. Das würde bedeuten, ich habe in meinem Innenhof 6 und im Audienzsaal sind 2 zu sehen. Das heißt, 6 mal 2, ich würde 12 Punkte bekommen. Richtig. Und die Wertung wird aber für beide Spieler ausgeführt. Das heißt, bei mir würde dann auch geguckt werden auf meiner Seite, wie viele Geishas habe ich in dem Zusammenhang. Und dann würde die gleiche Wertung halt auch für mich ausgeführt werden. Genau. Und wenn man halt eben Personen in dem Innenhof hat, kann man auch, bevor man jetzt eine Karte aus so einer Person aus dem Audienzsaal holt, auch eine Aktion ausführen. Das heißt, jede Person hat eine gewisse Eigenart. Zum Beispiel kann der Daimo kann 3 Samurai im Innenhof verschieben. Das ist seine Funktion. Und das funktioniert so, dass der Daimo am Anfang im Prinzip auf dem ganz untersten Feld liegt und 2 Siegpunkte wert ist. Benutze ich ihn, muss ich ihn ein Feld höher setzen. Dann ist er nur noch 1 Siegpunkt wert und ich kann ihn nicht nochmal benutzen. Das heißt, jede Person kann im Prinzip ihre Besonderheit, ihre Charaktereigenschaft nur einmal im Spiel nutzen und das war's. Beim Ronin ist es so, wenn ich den benutze, darf ich einen Geisterstein im Audienzsaal hin und her bewegen. Das heißt, eine eigentlich gesperrte Säule oder ein eigentlich gesperrter Stapel ist entsprechend dann wieder frei und den könnte ich dann auch entsprechend wieder nutzen. Dann bei der Geisha ist es so, dass man einen freiliegenden Personenchip versetzen. Ja genau, da konnte man quasi die oberste Person von einem Stapel, so sie noch nicht durch einen Geisterstein gesperrt ist, auf einen anderen Stapel legen. Bloß darf man dann nicht den gleichen nochmal in derselben Runde benutzen. Das war ja also den man verschoben hat, genau. Man konnte halt im Audienzsaal einen Personenchip auf einen anderen Stapel legen, aber den ich jetzt verschoben habe, weil dadurch könnte ich jetzt zum Beispiel eine Wertung auslösen, sagen wir jetzt mal, ich lege ihn auf einen Stapel mit den Lilanen, mit den Geishas und ich möchte die Geishas auch gerne werten, dann darf ich aber den Stein, weil ich ihn jetzt gerade auf die Geishas draufgelegt habe, den darf ich halt nicht nehmen, sondern muss halt einen von einem anderen Stapel nehmen. Genau. So, und dann gibt es eben noch den Ninja, bei denen ist es so, der kopiert im Prinzip bei einem Gegner die Aktion. Und zwar nicht nur kopiert, sondern er führt sie aus. Wenn ich also meinen Ninja einen nach oben schiebe, das heißt, ich benutze meinen Ninja, darf ich bei dem Gegenspieler, entweder beim Daimo, Ronin oder bei der Geisha, von der unteren Zeile nach oben schieben und die entsprechende Aktion dann auch selber benutzen. Genau, damit also entweder Samurai verschieben oder halt, was du ja schon alles erzählt, genau. Geisterstein verschieben oder ein Personenchip im Audienzsaal verschieben. Das heißt, ich habe dadurch einmal eine Joker-Aktion, möchte ich mal sagen, und ich reduziere die Siegpunkte, die der Gegenspieler eigentlich bekommen würde. Ja, und du reduzierst ja auch die möglichen Aktionen. Ne? Dadurch ist es ja auch schon, dass du, wenn ich vielleicht selber meine Geisha nutzen wollte eigentlich, um halt einen Stein in der Mitte zu verschieben und du verschiebst die jetzt nach oben, dann kann ich diese Fähigkeit ja schon mal gar nicht mehr nutzen. Richtig, bei der Geisha. Das auch, genau. Na, also im Prinzip ist das schon so ein bisschen Ärgerfaktor, dadurch, dass man halt einem Mitspieler A natürlich einen Siegpunkt dann wegnimmt, weil wenn die Person nach oben rutscht und genutzt wurde, ist sie halt immer ein Siegpunkt weniger wert in der Wertung. Und B, die Fähigkeit kann halt nicht mehr genutzt werden. Ja. Also schon so ein kleiner Ärgerfaktor. Genau. Ja, also vom Prinzip her ist dann das Rundenablauf, um nur noch einmal kurz den Rundenablauf zusammenzufassen, total einfach. Als erstes können wir halt die Eigenschaften der Person nutzen. Dazu müssen natürlich schon Personen in unserem Innenhof liegen. Das geht natürlich im allerersten Zug noch nicht. Im Schritt 2 würden wir dann halt einen Personenchip aus dem Stapel im Audienzsaal nehmen, einen freien, wo Geistersteine draufliegen, dürfen wir natürlich nicht nehmen. Es sei denn, wir haben vorher die Eigenschaft genutzt und den Geisterschein verschoben, den Runen genutzt. Dann als nächstes legen wir halt den Personenchip bei uns ab und als letztes kommt dann halt die Wertung. Also von daher vom Spielablauf sehr easy peasy, aber durch diese Eigenschaften, durch diese Fähigkeiten kommt da schon sehr viel Taktik rein und dadurch kann man halt bei einigen Personen, auch wenn man sieht ja diese Stapel und was auch noch hochkommen könnte, kann man schon ganz gut Punkte machen. Ja, und ich glaube, dann können wir auch schon zur Wertung kommen. Genau, Spielende haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Stimmt. Spielende halt eben, wenn die letzte Personenkarte aus dem Audienzsaal... Der Personenchip sind ja keine Karten. Ja, Personenchip aus dem Audienzsaal genommen wird, dann endet das Spiel und dann wird geguckt halt eben, wer die meisten Siegpunkte hat und das war's. Genau, richtig. Also im Prinzip ein ganz einfacher Spielablauf. Und so von der Zeitangabe 30 Minuten, ich glaube, wir waren auch relativ nah immer dran. Also ja. Das passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, das erste Spiel ein Ticken länger, weil man erst ein bisschen die Mechaniken verstehen musste. Aber schon ab dem zweiten Spiel war es 30 oder sogar ein Ticken weniger. Ja, und die Eigenschaften der Personen sind halt auf dem Innenhof bei den Personen selber auch sehr gut abgebildet. Wenn man die am Anfang einmal gelesen hat und dann das Bild dazu sieht,
Man musste vielleicht noch mal ein, zweimal nachlesen bei einer Person, bei der Geisha zum Beispiel. Aber ansonsten ist es wirklich einfach und für die Anleitung haben wir auch nur so 10, 15 Minuten gedauert. Also die ist wirklich auch gut und verständlich geschrieben. Da kommt man wirklich auch schnell rein in das Spiel. Dann können wir zur Wertung kommen und dann fang du mal an. Ich hole mal. Ja. Okay, also das Spiel, wie gesagt, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, ist doch ein bisschen taktisch und auch so ein bisschen vorausschauend, weil man halt eben immer überlegen muss, ich nehme jetzt die und die Person oder den Personenchip aus dem Audienzsaal raus, habe dadurch erstmal eine Verstärkung von meinen eigenen Siegpunkten, aber was passiert durch die Karte oder den Chip, den ich damit Du aufdecke? und deine Karte. Ja, Karte, Chip, das ist für mich annähernd dasselbe. Und das hat schon eine gewisse taktische Tiefe. Teilweise wird man auch in eine gewisse Situation reingedrängt, dass man eben wirklich den einen Chip, der jetzt noch frei ist, den muss man ja nehmen und löst damit eben eine Wertung aus, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Ach so, können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, weil natürlich alle Stapel in der Mitte mit Geisterchips belegt sind, dann würde halt der dann dran wäre, alle Geisterchips runternehmen und hätte wieder Alles zur alle Auswahl. zur Auswahl, alle 5 Stapel in der Mitte zur Auswahl. Genau, also es wird immer weniger, am Schluss eben nur noch eine, dann wird die letzte quasi genutzt, die letzte Person und dann einmal abräumen der Geisterstein und dann geht es wieder mit 5 los. Genau. Genau. Was ich besonders cool finde eigentlich, ist auch die Siegpunktleiste, die eben nicht wie in der normalen Kramerleiste einmal um das Spielbrett herum geht, sondern einmal auf der einen Seite von 1 bis 60 durchmarschiert und da auch so ein bisschen verschlungen, mal über einer Brücke rüber, mal unter einer Brücke durch und dann einmal im Prinzip durch dieses gesamten Audienzsaal durch und dann auf der anderen Seite geht es dann mit 61 bis 120 weiter. Finde ich optisch, grafisch wirklich gut gelöst. Was ein bisschen Manko ist teilweise, dass die Felder auf dieser Siegpunktleiste einen Ticken zu klein sind für die Spielsteine. Spielsteine, die eben darstellen sollen, wie viele Siegpunkte man hat. Gerade wenn die Spielsteine nah beieinander sind. Also wenn man nur so einen Punkt auseinander liegt, kann es mal passieren, dass man da echt aus Versehen was verrückt und keiner weiß genau, wie viele Punkte hatten wir eigentlich. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten fand ich die Idee mit diesem etwas anderen Siegpunktleistensystem echt gut. Auch sonst finde ich, dass das Spiel haptisch durch diese Personenchips, die Chips. es gibt, Chips, echt cool ist. Also die liegen gut in der Hand. Es macht echt Spaß, auch die hin und her zu verschieben, sich die anzuschauen. Und ich finde, das ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Zwei-Personen-Spiel, das nicht so einfach ist, wie es sich vielleicht anhört, weil es eben wirklich so ein bisschen taktische Tiefe hat, indem man eben hochrechnen muss. So, ich mache das, das passiert, was für ein Effekt, dann muss ich noch im Kopf nochmal multiplizieren, wie viele Siegpunkte bekomme ich, wie viel bekommt der Gegenspieler. Und von daher gibt das von mir beim sehr guten Spiel 8 Punkte. Ja, wunderbar. Also, ich finde auch von der Einarbeitung ist es halt sehr kurz, wie gesagt, 10, 15 Minuten. Ich finde, das ist auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich und auch familientauglich. Es ist vielleicht durch diese Fähigkeiten, aber auch selbst die, es sind ja nur 4 Personen letztendlich, die eine Fähigkeit haben und ich finde die jetzt auch nicht schwierig. Also von daher würde ich auch mal behaupten, auch da ist es auf jeden Fall gelegenheitsspieler und auch familientauglich. Und diese Fähigkeiten der Person bringen halt auch das Salz in die Suppe oder die Würze damit rein, weil man dadurch halt viel doch verändern kann und viel auch bewegen kann. Dadurch wird das Spiel ja auch sehr taktisch. Durch die Wertung natürlich auch schon, weil ich immer gucke, wenn ich jetzt den nehme, löse ich für den ja da drunter, also nicht für den, den ich genommen habe, sondern für den darunterliegenden Personenchip die Wertung aus. Ist das jetzt gut für mich oder ist es eventuell eher besser für den anderen Mitspieler? Was bewirkt das auf die anderen Türme? Weil da kann man natürlich auch ein bisschen drauf gucken, auf die anderen. Es sind ja insgesamt 5 Stapel in der Mitte und welche Personenchips kommen dann noch? Wie kann ich für mich, wo ich schon am meisten vielleicht gesammelt habe, da noch eine bessere Wertung auslösen? Und dann die Fähigkeiten, das hatten wir auch noch nicht gesagt, man kann die Fähigkeiten, also wenn ich alle 4 Personen rein theoretisch unten liegen habe, könnte ich auch alle Fähigkeiten in einem Zug einmal nutzen, aber von jeder Person halt nur einmal. Das heißt, ich könnte am Spielanfang alle 4 Fähigkeiten einmal nutzen, aber wie gesagt, von jeder Person nur einmal. Und das dann auch zu gucken, was könnte ich jetzt machen, wenn ich jetzt nochmal bei der Geisha einen Stein verschieben kann oder bei dem Runen vielleicht nochmal den Geisterstein von einem Stapel runternehmen kann. Oder auch, wenn ich sehe, es kommt gleich eine Wertung, ganz am Anfang, das war der Daimon, ne? Den Daimon nochmal benutze, um meine gesammelten Samurai oben, weil die bringen ja alle einen Bonuspunkt quasi oder unterstützen die Person, die gewertet wird. Wenn ich die vorher nochmal verschiebe, kann das ja meine Person, die gleich gewertet wird, nochmal viel wertvoller machen. Also da gibt es einige Sachen, die man da beachten kann und sollte. Und von daher wird das schon ein sehr taktisches Spiel. Und mir hat das Spiel auch wirklich zu zweit Spaß gemacht. Und ist auch ein Spiel, was kurzweilig ist, was man abends einfach auch nochmal rausholen kann. Halbe Stunde, also ich glaube, wir haben auch gut immer mal 20 Minuten gespielt und von daher total kurzweilig und auch schnell gespielt und auch nicht langweilig. Gibt auch Downtime, ist so gut wie gar nicht vorhanden, finde ich. Minimal. Also, Genau. nein.
Eigentlich nicht. Also wir hatten eigentlich kaum Downtime und von daher bekommt das Spiel von mir auch 8 Punkte. Ja, cool. Also dein Downtime auch dahingehend nicht, weil auch wenn der andere Spieler dran ist, guckt man selber ja auch so, welchen Chip könnte ich jetzt nehmen und rechnet hoch, was für einen Effekt hat es nachher. Also von daher, also Downtime eigentlich. Genau. Gegen null laufe ich, ja. Genau. Ja, cool. Ja, gut, dann sind wir fertig mit dem Spiel. Uns hat Spaß gemacht. Probiert es gerne mal aus. Wir freuen uns, dass ihr reingeschaut habt. Und viel Spaß beim selber ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.